Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Die Bauern in Deutschland haben genug. Ich bin jetzt nicht so super duper im Bilde, was da alles passiert ist. Marcel Steffen hat aber gemeint, das ist ein wichtiges Thema und hat angeregt, dass wir ein Video dazu machen. Da habe ich gedacht, komm, ein kurzes Video zu dem Thema können wir auf jeden Fall machen. Erst einmal, um was geht es den Bauern? Es geht wohl um milliardenschwere Kürzungen bei den Agrarsubventionen, unter anderem um die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel, die im Haushaltsplan vorgesehen ist oder war. Wie ihr seht, Vollsanktionen auch für die Bauern. Hauptsache Deutschland kann aufrüsten, die Bundeswehr finanzieren und weltweit Kriege. Die Bauern haben wohl vor, ab 8.1. eine Aktionswoche zu starten, indem sie nach dem Vorbild der letzten Generation die Straßen blockieren wollen. Was sonst geplant ist, ist wohl nicht ganz klar. Kundgebungen und Sternfahrten. Gipfeln soll das Ganze wohl am 15.01. in einer Großdemonstration in Berlin. Ich persönlich denke, erst einmal ist es generell positiv, dass die Bauern aufstehen. Jeder und jede Arbeiterin, der oder die für seine Rechte aufsteht, ist doch erst einmal immer ein würdeträchtiges Ereignis. Und die Landwirtschaft und die Bauern, die müssen definitiv einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen und das muss auch in den Arbeitsbedingungen sich widerspiegeln. Und es muss sich auch wieder lohnen, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren, von der die Konsumentinnen keinen Krebs bekommen. Ich glaube aber, dass dafür viel mehr passieren muss, als in einer Woche Protestwoche erreicht werden kann und dass auch viel mehr gefordert werden muss, als der Erhalt dieser Agrarsubventionen, die wahrscheinlich sowieso mal genauer unter die Lupe genommen werden müssten. In Indien haben Bauerngewerkschaften 2020 und 2021 war das, monatelange Massenproteste organisiert und damit haben sie sich gegen eine anstehende Agrarreform und die Deregulation des Marktes und gegen die Einflussnahme von Megakonzernen, also gegen den Großkonzernen, gewehrt. Und das erfolgreich. Die haben das scheinbar Unmögliche geschafft, aber das nicht, indem sie eine Woche im Kreis Traktor gefahren sind und laut gehupt haben. In Indien haben Zehntausende Landwirte monatelang vor der Hauptstadt kampiert. Viele Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Aber die Bauern in Indien waren auch nicht alleine. Bei einem Generalstreik haben rund 250 Millionen Menschen die Bauerngewerkschaften in ihren Forderungen unterstützt. Generalstreik, das verbotene Wort in Deutschland. In Deutschland streikst du nämlich nur, wenn du darfst und wenn du weißt, du riskierst nichts. Ein ordentlicher Tarifstreik für einen ordentlichen Deutschen, da kann dir nichts passieren. Auf keinen Fall zu weit aus den Fenster lehnen. No risk, no fun. Das kann Deutschland. Ich glaube aber, Deutschland kann mehr. Ich glaube, Deutschland kann auch Generalstreik. Ich glaube, ganz tief im Inneren glaube ich daran, dass jeder Deutsche und jede Deutsche irgendwo in ihrer Rosette noch ein Reststück Rückgrat kleben haben, an dem sie sich theoretisch hochhieven und aufstehen könnten. Das ist auf jeden Fall meine tiefste Hoffnung. Ich werde nicht nachschauen, ob es stimmt. Wo ich jetzt aber sagen muss, zu diesen Bauernprotesten, die da gerade stattfinden, da fehlt mir auf jeden Fall ein bisschen die Substanz, als dass ich jetzt dafür aufstehen und mich für den Generalstreik stark machen würde. Weil ich auch ganz ehrlich glaube, die meisten deutschen Bauern würden auch Waffen anbauen, wenn es subventioniert werden würde. Und wenn ich für einen Generalstreik hier für die Landwirtschaft was machen würde, dann, wenn es wirklich um eine ganzheitliche Agrartransformation gehen würde. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz. Denn dann noch ein anderer Grund, warum ich diesen Bauernprotesten ein bisschen zwiespältig gegenüberstehe. Ich hatte irgendwo gelesen, dass diese Proteste inzwischen auch schon von rechts vereinnahmt werden und die Rechten die für ihre Zwecke nutzen wollen. Wo man echt sagen muss, in diesem Land kann man inzwischen ja wirklich nichts mehr machen, ohne dass das rechte Gesindel sich irgendwo einnestet. So, während den Anfängen.
ist zu spät. Es ist zu spät. Also aus diesen beiden Gründen, also einmal, weil ich glaube, an diesen Bauernprotesten hängen im Moment noch keine substanziellen Forderungen, die da wirklich eine Verbesserung bringen würden, nachhaltig und langfristig. Und zweitens, weil ich glaube, die Rechten haben sich diese aufkeimende Bewegung schon unter den Nagel gerissen, würde ich persönlich zu diesem Zeitpunkt nicht an einem Generalstreik teilnehmen, um die Bauernproteste zu unterstützen. Wenn ihr das irgendwie anders seht oder eine andere Perspektive habt, dann schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Dann zu dieser Agrardieselsache muss ich auch sagen, irgendwie sind sie ja selber schuld, die Bauern und Bäuerinnen, wenn die sich nicht rechtzeitig irgendwo einen Tesla-Traktor besorgt haben. Das heißt, ich würde persönlich, wie gesagt, die Bewegung in dieser Form erstmal nicht, glaube ich, jetzt hier so sehr unterstützen und auf keinen Fall hier in Form von einem Generalstreik, abgesehen davon, dass ich ja keine Arbeit habe. Die habe ich ja schon längst eingestellt. Was ich aber auf jeden Fall theoretisch unterstützen würde, wäre, wenn jemand endlich das politische Streikrecht in Deutschland erkämpfen würde. Das ist nämlich sehr wohl möglich und wäre dringend notwendig. Und sofort unterstützen würde ich auf jeden Fall auch einen Streikaufruf in Solidarität mit dem palästinensischen Volk für ein sofortiges Ende des offenen Völkermordes in Gaza, der ethnischen Säuberung und der Besatzung im Westjordanland. Aber das wird in Deutschland ja nicht stattfinden. Wenn es um Völkermord geht, da schauen die Deutschen ja immer lieber weg, wenn sie nicht selbst mitmachen. Wie sieht es bei euch aus? Wofür würdet ihr aufstehen? Würdet ihr mit den Bauern für die Agrardieselsubvention Generalstreik machen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.